Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. So, es wird Zeit, hier mal ein bisschen voranzukommen. Ich habe ein paar Sachen, ich bin zurück zum Raft gelaufen, habe ein bisschen was gegessen oben, ein bisschen Bäume gehackt. So, diese Dinge erledigt, die auch alle schon wieder nachgewachsen sind. Da kann ich auch eigentlich schon wieder... Nee, die sind noch nicht groß genug. Wie sieht es mit den... Wie sieht es mit dem Honig aus? Der ist auch noch in Arbeit. Gut. Dann kann ich doch wieder losziehen. Ich sollte wie immer reichlich zu essen und zu trinken mitnehmen. Erstmal hier ein bisschen auffüllen. Ich habe 3 Fischsuppen noch und ein bisschen anderes Fleisch. Es liegt hier noch, der ist noch in Arbeit. Und ich hätte hier, glaube ich, auch noch so... Ich könnte hier noch so einen Snack essen. Das nehme ich mit. Was ganz praktisch wäre, wäre eigentlich ein paar Eisenpfeile zu haben, um ein bisschen schneller an den Robotern vorbeizukommen. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei denen, die ich noch habe. Ich habe einen einzigen Eisenpfeil, das sollte reichen. Ich habe die Metallaxt eingesteckt. Ich habe 27 Wassermelonen dabei, meine Lebensretter. Und ja, es gibt ein paar Dinge, die ich nochmal versuchen wollen würde. Und die andere Sache, die ich versuchen wollen würde, vielleicht mache ich das als erstes tatsächlich, ist mal dieses ganze Klebeband. Ich habe ja hier Tokens eingesammelt, Eintrittsschlüsselkarten und Klebeband. Inzwischen 19 Stück. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich... im Untergrund von Tangaroa ein paar Sachen mit Klebeband hätte fixen können. Da hatte ich aber noch keins. Und vielleicht mache ich das gleich mal als erstes. Darauf noch eine Wassermelone. Und hier ist der Weg nach unten. So. Sieht doch sehr schön aus hier. Doch nicht an so einem Ding vorbei. Und ich gucke einfach mal, genau, mach das jetzt mal als erstes. Vielleicht bringt mich das auch nochmal weiter. Oh, ich habe nur eine Stirnlampe dabei. Aber es sollte auch ohne gehen. Die eine werde ich mir mal ein bisschen aufheben. Genau, hier war die Plantage. Ich weiß auch, dass ich noch Erdbeeren übersehen hatte. Und vielleicht kann ich die jetzt auf dem Vorbeiweg noch einsammeln. Jetzt mal die Stirnlampe auf. Genau, da hinten war nämlich so ein Ding. Da sah so aus, als könnte man irgendwas machen. Benutze 3 Klebeband. Okay, das hat irgendwas eingeschaltet, aber offensichtlich nicht das Problem behoben. Mal sehen, wo es hier weitergeht und wo vor allem die Erdbeeren nicht vergessen hatte. Und da ging es ganz raus. Ich glaube, hier hinten vielleicht noch. Und da waren, glaube ich, auch die Erdbeeren. Einmal warte ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hinten schon durchgegangen bin. Ja, das war knapp. Okay, hier sind offensichtlich verschlossene Türen. Da stehen noch Pflanzen. Darüber, das könnte ganz schön knapp werden. Habe ich da drüben noch was übersehen? Ja. Und hier ist auch noch eine Banane. Ich habe nämlich am Anfang nicht sofort begriffen, dass ich die abholzen muss. Ich dachte, ich könnte vielleicht diese Bananen einsammeln. Da hinten ist noch mal was. Das wäre ja bitter.
Die eigentlich ein bisschen zwischen den Kisten, aber das scheint das Spiel zum Glück nicht ganz so genau zu nehmen. Oh oh. Kunststoff. Yay. Und hier kann ich nochmal 3 Klebeband benutzen. Keine Ahnung, was passiert ist. Einfach mal in den nächsten Raum zurück. Huch. Ich glaube, die Tür war gerade eben noch zu. Hier ist ein Aufzug. Tangaroa Project. Wirks. Nicht schnell genug. Oh. Autsch. 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 Okay, man ist nicht sofort tot, aber hier sind noch Erdbeeren, genau. Denn hier? Da ist noch so ein Ding. Einmal noch. Und nochmal 3 Klebeband. Oh, und ich glaube, jetzt habe ich es tatsächlich abgestellt. Ich hoffe, das bleibt so. Und da hinten sind die Bananen, die ich vergessen habe abzuholzen. Ein Glück habe ich noch eine zweite Axt dabei. So, wie viel Erdbeeren waren denn das jetzt noch? Einmal Erdbeersamen. Okay, hier, da waren auch noch Erdbeeren. Da wollte ich dann nur nicht nochmal hinhüpfen und hier ist noch eine Banane. So, jetzt kann ich mich wenigstens in Ruhe umsehen. Leider kann ich das, was auch immer es ist, nicht mitnehmen. Die Schränke sind zu. Nichts mehr zu holen. Ah, hier ist offen jetzt. Hier hängt Werkzeug. Sehr schön. Bauplan elektrischer Reiniger. Elektrischer Reiniger? Ah. Gebt mir Kunststoff. Gut, dann sehe ich doch mal zu. Noch mehr von diesen Käfern. Was auch immer es ist, das hier ist noch nicht offen. Habe ich denn hier jetzt wirklich alle... Scheint ja Türen zu öffnen, wenn ich irgendwo Klebeband hinpacke. Gehe erstmal rechts. Dann gucke ich hier nochmal. Da bin ich, glaube ich, ganz ursprünglich hergekommen. Okay. Genau. Elevator Surface. Das hier. Nicht schon repariert zu haben. Da bin ich gerade rausgekommen. Das habe ich repariert als erstes. Dann gibt es wohl keine Möglichkeit. Diese eine Tür noch habe ich hier schon. Ja. Da war ich auch schon. Gut, dann muss ich da wohl direkt... Loading Bay Elevator. Okay, hier ist zu. Hier gucke ich mal. Loading Bay ist ja das, wo ich hergekommen bin, ganz am Anfang.
Also versuche ich mein Glück mal hier. Elevator. Sehr viel Zeug, das ist super. Und vor allem Kunststoff. Ich hoffe, meine Lampe macht es noch eine Weile. Nicht so wahnsinnig lang, aber ein bisschen. Oh, Wasser ist das, was fehlt. Hier gibt es allerlei Gartenwerkzeuge für die Plantage offensichtlich. Und das ist der Aufzug. Sehr schön. Das hier ist der zweite Zugang. Wo auch immer man hier hinkommt. Fangen wir mal mit Stockwerk 0 an. Ah, das ist die eine Tür, die gar keinen, wo das die Keycard nicht funktioniert. Dann versuche ich doch nochmal. Ach, das Stockwerk. Also nochmal ein Haus geöffnet. Sehr schön. Oh. Luftballons. Und eine fette Terrasse. Oh, und ich muss meine Stirnlampe runternehmen. Jede Menge Aschenbecher. Oh, eine Bar. Und Geld. Zwei Stück gleich. Gut, weil ich habe schon welche ausgegeben. Hier liegt noch eins am Boden. Und da hinten ist noch eins. Kann ich in die Schubladen gucken? Nicht, offensichtlich. Und hier geht es weiter nach oben. Vielleicht mache ich erstmal das Apartment fertig, bevor ich weiter nach oben gehe und dann wieder irgendwo runterspringe. Noch mehr Luftballons. Was ist das nochmal? Jetzt habe ich zwei Metallpfeile. Und nochmal Überreste. Ich glaube, die Überreste verdrücke ich gleich mal, dann sind die weg. Das ist ja immer nicht viel. Oh oh. Das lief gut diesmal. Noch mehr Fleisch. Oh, Happy Birthday. Offensichtlich die Überreste einer Party. Und sogar Kuchen ist noch da. Schau an. Ist ja nett. Kuchen und Geschenke. Der Kuchen muss schon ganz schön gammelig sein. Kann ich die Geschenke auspacken? Leider nicht. Ah, hier. Oh. Drei Stück. Aber die restlichen Geschenke kann ich leider nicht auspacken. Hier draußen sehe ich so eine vielversprechende Line. Mal gucken, ob ich an die von hier aus irgendwo drankomme. Auch nichts zum Aufsammeln. Schön. Oh, der Kuchen. Okay, dann habe ich, glaube ich, das Apartment auch komplett gesehen. Gab es hier nicht noch irgendein Bad oder so? Nee, ein Bad hatten die hier nicht. Komisch. Aber nö. Dann versuche ich mein Glück mit der Treppe. Hier geht's noch mal wo rein. Da komme ich wieder runter auf die Terrasse und hier
Komme ich da nach oben? Da ist noch mal eine Seilbahn. Wie merkwürdig hohe Tische. Hier ist das Badezimmer. Ein Stockwerk höher. Leider kein Token. Aber hier ist ein kaputtes Fenster. Und da unten steht noch eine Kiste. Aber was ist, wenn ich da runterspringe, komme ich dann wieder rauf? Vermutlich nicht. Also gehe ich erstmal weiter nach oben, bevor ich das hier versuche. Ist zu. Da komme ich in das Haus da drüben. Ach Gott, was mache ich denn jetzt zuerst? Und da drüben war ich schon. Und von da drüben geht tatsächlich eine Seilbahn auf den Turm. Ich hatte ja gehofft, der Aufzug würde in den Turm führen. Das ist die Frage. Ich glaube, ich muss erst da unten nochmal Lücken und dann muss ich hier nochmal hochkommen. Ich habe ja ich glaube, hier ging es runter, oder? Ja. Ich habe ja die Tür unten aufgemacht. Das heißt, ich komme in dieses Gebäude auch rein, ohne durch die Plantage zu gehen. Ach was. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich meine, meistens konnte man von diesen Dingen dann irgendwie so springen, dass man nicht gestorben ist, aber das hier suggeriert, ich könnte hier vielleicht irgendwo hingehen. Bin mir nicht sicher, ob ich bis darüber springen kann. Ich glaube eher nicht. Da sind aber auch noch Sachen und das. Ah, Moment. Das ist diese Seilbahn, die ich sonst immer nicht erreicht habe. Vielleicht würde ich es schaffen, sie von hier zu erreichen. Okay, es ist unwahrscheinlich, dass das klappt, sage ich gleich, aber no. Nicht. Ah. Aber erstaunlicherweise ja. Hihi. Sehr schön. Und hier habe ich Eisen und eine Kiste. Metallerz. Sehr schön. Was gibt es hier sonst noch? Kann ich runterhüpfen? Ich glaube, hier geht es einfach nur noch nach unten. Aber schön. Dann habe ich da jetzt tatsächlich. Also, das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich einen anderen Weg finden würde als mein vergebliches. Der vergebliche Versuch, diese zwei Seilbahnen den Übergang zu schaffen. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Ganz schön viel Zeug, die ich da jetzt habe. Und ich habe Lust. Aber im Gegensatz zur letzten Folge, wo das ja alles nicht so erfolgreich war, bin ich diesmal sehr zufrieden. Dass es wieder doch ordentlich vorangeht. Komme ich hier rein oder muss ich auch springen? Ich könnte versuchen, da drüben noch hinzuspringen, aber ich weiß gar nicht, ist da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. So, Moment. Welches war das Gebäude, aus dem ich gekommen bin? Das war das hier und ich musste
in das hier drüben. Das heißt, ich versuche hier den Eingang nochmal zu finden. Let me help you. Ja, an dir muss ich womöglich nochmal vorbei. Vielleicht nehme ich doch schon mal meinen Helm wieder hier. Das, die Stirnlampe ist... Genau das war der Eingang, in den ich sonst nicht reingekommen bin. Nix wie rein. Achso, hier. Genau, und dann komme ich nämlich in das Gebäude nebenan noch. Sieht tatsächlich gut aus diesmal. Ich nehme den 8. Stock. Und es geht mir noch relativ gut. So, 8. Stock, das war hier. Moment. Ich musste, glaube ich, einmal hier auf die Terrasse, einmal ums Haus rum. Das war schon die Treppe nach oben. Da oben musste ich hin. Hier zum Fenster raus, genau. Hüpf, hüpf, hüpf. In ein weiteres. Und ich sehe jetzt schon... Ne, das... Ich sehe jetzt schon, dass da drüben ein Lurker ist. Vielleicht gehe ich lieber gleich mal... Boah, ich hoffe, ich komme da überhaupt rüber. Das ist ja schick hier. Wir machen das mal anders. Ich hoffe, es war nur einer. Sehr schick sieht das hier aus. Nicht schlampig werden und schön erstmal gucken, was es hier alles einzusammeln gibt. Nicht, dass irgendwo wertvolle Token liegen und ich sie übersehen habe. Okay, hier geht's ins Treppenhaus. Hier sehe ich erstmal nichts rumliegen. Aber es gibt noch ein paar Stockwerke. Und der Weg nach unten ist auf jeden Fall verbarrikadiert. Dann mache ich einfach Stockwerk für Stockwerk. Viele Bücher, die ich nicht mitnehmen kann, leider. Und der Blick auf die Dächer. Ah, ist noch mal einer. Nächstes Stockwerk. Hier scheint wieder keine Ratte zu sein, das ist gut. Dafür nochmal ein Token. Und hier steht nochmal ein Köfferchen. Zum Glück ganz viel von denselben Sachen. Sodass das ein bisschen stapelt. Und das Licht geht schon wieder weg. Und ich habe keine Stirnlampe mehr. Aber das war jetzt das letzte Stockwerk, genau. Ja, schickes Haus, muss ich sagen. Mal direkt hier hinter der Bar. Ah, hier ist noch mal einer. Und hier ist ein kaputtes Fenster. Da muss ich gleich nochmal rausgucken.
solange noch ein bisschen Licht da ist. Und mehr ist hier, glaube ich, aber auch nicht. Bin mir nicht sicher, ob das hier eine gute Idee ist. Ah, hier. Oh ja, oh ja, ja. Jawohl, yay! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Was auch immer das jetzt bedeutet. Erstmal einmal rumlaufen und gucken. Ah. Nichts außer einer Leiter nach oben. Sieht vielversprechend aus. Okay, nochmal eine Plattform. Oh, und hier ist jetzt aber mal was. Ich gehe mal einmal außen rum, um zu gucken. Und jetzt kann ich hier natürlich auch die ganzen Dächer sehen und sehen, ob ich irgendwo noch was übersehen habe. Okay, sehr schön. Nochmal Plastik, nochmal Schrott und ein paar Planken. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Und ich vermute mal, ich kann jetzt im zentralen Turm bis nach unten fahren. Dann fange ich mal mit 2 an. Trink aber noch mal einen Schluck. Ess ein Süppchen. Sehr viel Zeug. Und ein Hinweis. Tranquil Street, Exterior Lane, Bazaar Street, Partisan Road. Sind das so die verschiedenen Sachen, die man hätte einsammeln müssen? Bauplan großes Lager. Oh. Fantastisch. Wo ist es? Sah nach einem Schrank aus eigentlich. Ein großes Lager. Ach, das muss ich vermutlich erst erforschen. Wo ich da irgendwas gucken kann, was ich dafür brauche. Gut, hier gibt es noch mal ein paar Planken. Immer. Und Emergency Bridge Launch. Gucke ich erstmal, bevor ich drücke. Braucht man vermutlich einen Code, was auch immer die Emergency Bridge macht. Aber man könnte hier außen auf die Außenhülle von Tangaroa quasi springen. Das ist ja genial. Also eigentlich, wenn ich wirklich hier in der, wenn ich kein Spiel spielen würde, sondern in der Wasserapokalypse quasi wäre, dann würde ich, glaube ich, einfach hier bleiben. Es gibt sogar Kuchen. So, und bevor ich jetzt, ich vermute, ich kann hier nochmal herkommen. Habe ich denn schon irgendwas, was mir vielleicht für diese Nummer was hilft? Nee, das sind die Golfmobile. Jemand, der abgehaut ist. Das sind die Käfer. Tranquil Street. Exterior Lane. Bazaar Street.
Ich nehme mal an, hier könnte ich vielleicht diese Nummern rausfinden, aber im Moment habe ich noch keine Idee, also fahre ich mal eins tiefer. Ah, hier war ich schon. Okay. Also es gibt zwei ist außerhalb, eins ist innerhalb und null ist dann vermutlich Erdgeschoss, hoffe ich mal. Ja, sehr schön. Ah, Plastik. Und noch ein Hinweis. Was sagt der? Das hier. Nein, Sir. Sie haben nichts Feindseliges getan. Sie singen nur. Es klingt wie malaiisch. Wir könnten die Wasserwerfer. Ja, Sir, ich bin bewaffnet. Aber wenn ich offen sprechen darf, wir haben keinen Grund. Nein, Sir. Jawohl, Sir. Tully sagt, wir sollen auf sie schießen, aber nicht töten. Das ist nicht hilfreich. Und ich hoffe, dass diese Tür nun offen bleibt. Und ich nicht vergesse, wie ich sonst auf den Turm gekommen bin. Und ich muss hier. Achso. Geradeaus und links ist der beste Weg an den Robotern vorbei, um zu meinem Floß zu kommen. Und was für schönes Licht. Bin sehr begeistert. Genau, hier ist der richtige Ausgang. Tja, was wohl diese Notiz bedeutet. Das müsste es sein. Sehr schön. Und ich bin wieder zu Hause, fast. Und der Hai ist auch immer noch da. Autsch. Oh mein Gott, es regnet. Ich brauche wie immer Wasser. Und, ups. So, ich glaube, das war's auch für diese Folge. Ich glaube, wir sind ziemlich weit gekommen. Im Vergleich zu den letzten Malen war das ziemlich super. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.